Wer fragt heute noch nach dem Weg? Wir geben den Zielort in unser Navi ein und lassen uns bis zur Haustür geleiten. Die Satelliten am Himmel machen es möglich. Sie ersetzen heute die Sterne, nach denen sich die Menschen früher orientierten. Die Sterndeuter aus dem Osten kannten ihren Himmel. Als sie einen neuen Stern entdeckten, folgten sie ihm. Es war ein Aufbruch ins Ungewisse. Eine Reise in ein fremdes Land. Sie mussten nach dem Weg fragen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Bevor sie ihr Ziel erreichen, machen sie einen Pflichtbesuch bei König Herodes. Auch er zeigt Interesse, das Königskind zu finden. Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Seine Freundlichkeit war jedoch gespielt. Er wollte sie dazu benutzen, ihm den Ort der Geburt zu verraten. Vom Stern geführt kamen sie nach Bethlehem. Nun blickten sie nicht mehr hinauf zu den Sternen. Das Licht erschien vor ihnen. Sie sahen das Kind und Maria, seine Mutter, da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Sie hätten ihre Gaben auch als Gastgeschenk an König Herodes übergeben können, doch sie wussten, wer der wahre König ist. Im Traum wurde ihnen geboten, nicht zu Herodes zurückzukehren. So zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das Navi meldet uns, dass wir angekommen sind. Sind wir schon am Ziel? Die Koordinaten stimmen. Doch unser wahres Ziel erreichen wir erst, wenn die Tür aufgeht. Wenn uns ein Freund empfängt, den wir besuchen. Wenn wir ins Krankenzimmer treten, weil uns dort jemand erwartet. Zu viele Wegweiser können uns verwirren, so wie uns auch zu viele Lichter die Sicht verstellen. Jesus Christus ist das Licht, das die Welt erleuchtet. Wir sehen es, wenn wir uns auf die Suche begeben, wie die Sterndeuter aus dem Osten.